der heutigen Welt hat man das Wort Beziehung darauf reduziert. Beziehung bedeutet zwischen zwei Körpern. Wenn du es so körperbezogen machst, werden die Leute nach einiger Zeit von dir gelangweilt sein. Bevor du irgendeine Beziehung eingehst, egal welcher Art, musst du etwas klarstellen. Gib dir eine Chance und sieh selbst. Namaskaram Sakho. Es gibt viele junge Menschen, die ihr Leben wegen gescheiterter Beziehungen beenden. Warum passiert das und was kann man gegen diese beunruhigende Situation tun? Die Menschen beenden ihr Leben leider aus verschiedenen Gründen. Selbst Kinder haben begonnen, Selbstmord zu begehen. Kinder unter 13 Jahren, die Selbstmord begehen. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber wenn Menschen ihr Leben wegen einer Beziehung beenden, wenn man von einem Romeo und einer Julia spricht, die in einem bestimmten Zustand der Romantik waren, dass sie meinten, es sei besser, füreinander zu sterben, als füreinander zu leben. Wenn sie gelebt hätten, wissen wir nicht, was alles passiert wäre. Es kann viel passieren, weißt du. Many great relationships do not always come to a great ending. Leider haben viele großartige Beziehungen nicht immer ein großartiges Ende, denn entweder durch Selbstmord oder durch natürliche Ursachen stirbt einer von ihnen. Aber die Emotionen kochten so hoch, dass man sich das Leben nehmen will. Which is better than wanting to take the other's life. Was besser ist, als das Leben des anderen zu nehmen. Yes. Ja. Wenn die Emotionen der Menschen hochkochen, wollen manche das Leben der anderen Person nehmen. Manche Menschen wollen sich selbst das Leben nehmen. Sich selbst das Leben zu nehmen ist keine gute Sache, aber ein bisschen besser als ein anderes Leben zu nehmen. No. Oder? Because you have no business to decide whether others should live or not. Denn du hast nicht zu entscheiden, ob andere leben sollen oder nicht. So, Spaß beiseite. Es ist schrecklich, dass Menschen, die sich schon so lange kennen, Menschen, die sich zu verstehen schienen, Menschen, die viele wunderbare Dinge miteinander geteilt haben, so schrecklich miteinander umgehen. Nicht jeder mag Selbstmord begehen, aber viele, viele Menschen werden sehr verbittert zueinander. Das liegt daran, dass du im Grunde willst, dass der andere dir in irgendeiner Weise dient. Wenn dir das verwehrt wird, wirst du wütend. Du willst also, dass jemand anderes teilt. In dem Moment, in dem dieser Gedanke aufkommt, musst du verstehen, dass du die Samen für Konflikt gesät hast. Wann er aufflammt, ist eine Frage der Situation. Alles braucht eine situative Unterstützung. Everything needs a situational support. But if you are thinking, aber wenn du denkst, dass die andere Person die Quelle der Freude für dich sein sollte, oder was auch immer für dich, dann wird es eines Tages schlecht werden. Ob es äußerlich schlecht wird oder innerlich verrottet und für immer bestehen bleibt, ist eine andere Sache.
aber es wird schlecht werden. Beziehung, zunächst einmal, ich weiß nicht, wann ihr so verwestlicht wurdet, dass für euch heute das Wort Beziehung bedeutet, dass es eine körperliche Beziehung sein muss. Warum? Es gibt verschiedene Arten von Beziehungen. Habe ich im Moment eine Beziehung zu euch allen? Nicht vom Körper, aber es ist trotzdem eine Beziehung, nicht wahr? Wenn wir also in diesem Land vor einiger Zeit Beziehung sagten, außer für diejenigen unter euch, die aus Städten kommen, dann meinten wir mit Beziehung unsere Eltern, unsere Brüder und Schwestern, unsere Freunde, vielleicht einen Ehemann, vielleicht eine Ehefrau, vielleicht Kinder, vielleicht eine Vielzahl von Beziehungen. Aber in der heutigen Welt hat man das Wort Beziehung darauf reduziert. Beziehung bedeutet zwischen zwei Körpern, etwas mit dem Körper. Dies ist eine sehr armselige Art, eine Beziehung zu verstehen. Das ist ein amerikanischer Import. Ich bin sicher, dass Mumbai und Delhi sich das sehr zu eigen gemacht haben. Die jungen Leute auf Facebook haben sich das zu eigen gemacht. Aber wenn man nach Chennai oder Coimbatore geht und Beziehung sagt, werden sie fragen, welche Beziehung? Denn wir haben viele Arten von Beziehungen. Wir haben Geschäftsbeziehungen, wir haben Brüder und Schwestern, wir haben Freunde, wir haben Eltern, wir haben Ehepartner, eine Vielzahl von Dingen. Aber in deinem Kopf ist es so geworden. Beziehung bedeutet zwischen einem Mann und einer Frau, oder vielleicht heute so viele andere Dinge, was auch immer. Aber im Wesentlichen körperbasiert. Das bedeutet, dass du einen Rückschritt machst. Du denkst, dass keine Beziehung sinnvoll ist, wenn nicht zwei Körper in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Entweder durch die Nabelschnur oder anderweitig. In irgendeiner Weise müssen sie verbunden sein. Nur dann ist die Beziehung wertvoll. Das ist ein Rückschritt. Zunächst möchte ich, dass du die Bedeutung einer Beziehung änderst. Es gibt eine Vielzahl von Beziehungen, die wir in unserem Leben führen können, und so soll es auch sein. Du sprichst also im Wesentlichen von 10 bis 15 Jahren. Dann reden wir von einer körperlichen Beziehung. Das Körperliche ist nicht die einzige Beziehung. Es gibt viele andere Arten von Beziehungen, zu denen ein Mensch fähig ist. Körperliche Beziehungen nur für andere Lebewesen. Sie sind nicht in der Lage, sich auf andere Weise als über ihren Körper zu verbinden. Ja? Ja oder nein? Andere Lebewesen wissen nicht, wie sie sich mit irgendetwas verbinden können, außer sie verbinden sich mit ihrem Körper. Der Mensch ist in der Lage, sich auf viele verschiedene Arten zu verbinden, nicht nur über den Körper. Nun, das ist keine Beziehung des Körpers, keine Beziehung des Blutes, es ist eine Beziehung des Lichts. Niemals in meinem Leben muss ich dich auch nur berühren, aber dennoch besteht eine tiefgreifende Beziehung. Ja oder nein? Ich weiß nicht, wie viele Jahre du schon hier bist. Ich hoffe, du wirst nicht wegen deiner Beziehung zu mir Selbstmord begehen. Ich bin sicher, das wirst du nicht. Wenn man es also so körperbezogen macht, wird das Interesse am Körper nach einiger Zeit nachlassen. Wenn du deinen Körper in den Vordergrund deines Lebens stellst, kann er anfangs eine Attraktion sein. Nach einer gewissen Zeit, egal wie du geformt bist, werden die Leute von dir gelangweilt sein. Ich möchte, dass du das weißt. Wenn du nicht auch andere Dimensionen des Menschseins mit einbringst, könnten die Dinge schiefgehen. Die Dinge können aus 1 Million verschiedener Gründe schiefgehen, okay? Aber diese Bitterkeit, den anderen töten zu wollen oder sich selbst zu töten,
Sich selbst zu töten kann aus Hilflosigkeit geschehen, nicht unbedingt aus Hass. Wut und Hilflosigkeit können dazu führen, dass wir uns umbringen. Keine angenehme Sache. Bevor du also irgendeine Beziehung eingehst, egal welcher Art, musst du etwas klarstellen. Auf wie viele Arten kann ich zu der anderen Person beitragen? Wenn das das einzige Ziel ist, wenn du sagst, oh, aber Sadhguru, wenn ich viel beisteuere, aber wenn sie nichts geben, dann hast du keine Beziehung. Du hast den Marktplatz in dein Haus geholt. Wie kann ich mehr bekommen? Wie man weniger gibt und mehr bekommt, ist ein Marktplatz, nicht wahr? Auf dem Markt gilt es als klug, wenn man weniger gibt und mehr nimmt. Wenn du eine echte Beziehung willst, muss es so sein, dass du dich verschenken kannst und es keine Rolle spielt, denn im Geben liegt die Erfüllung, nicht im Nehmen. Aber Sadhguru, wenn sie mich ausnutzen, dann solltest du keine Beziehung zu einer solchen Person haben. Oder? Jetzt. Aber ich kann nichts dafür. Was bedeutet das? Du hast deine Bedürfnisse. Um deine Bedürfnisse zu erfüllen, hast du dich darauf eingelassen. Du musst einfach dankbar sein, dass jemand deine Bedürfnisse erfüllt. Nein. Eigentlich bist du dorthin gegangen, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, aber jetzt tust du so großmütig, als ob sie ohne dich nicht leben könnten, und dann werden die Dinge eines Tages schlecht werden. Wenn die Dinge schlecht laufen, willst du entweder sie oder dich selbst töten. Nicht notwendig. Der Tod kommt doch sowieso, oder? Du musst nur warten. Für alles andere muss man etwas tun. Um zu sterben, muss man einfach warten. Alles, was du aufnimmst, deinen Reichtum, dein Zuhause, deine Beziehungen, alles, ist etwas, das du auf dem Weg aufgenommen hast und das du auf dem Weg fallen lassen wirst. Entweder du lässt es fallen oder sie lassen es fallen. Es gibt keinen Grund daraus, einen so bitteren Unsinn zu machen. Du kannst einen Schritt zurücktreten und einige Kompromisse eingehen. Aber nein, wie kann ich einen Kompromiss eingehen? Ich kann nicht. Wenn du dich nicht biegen kannst, musst du brechen, nicht wahr? Weil Beziehungen entstanden sind, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, ja oder nein? Wenn du das immer verstehst, wirst du Dankbarkeit empfinden, keinen Ärger und keine Bitterkeit. Alles, was passiert ist, ist ein Wechsel der Kulisse. Wenn du sie noch immer so sehr liebst, musst du Kompromisse eingehen. Wenn du sie nicht liebst, musst du wegziehen und dein eigenes dummes Ding machen, nicht wahr? Ja oder nein? Wenn du jemanden liebst, ist es das wert, jeden verdammten Kompromiss einzugehen. Wenn du sie nicht liebst, ist es am besten, wenn du wegziehst, denn sonst wird es obszön. Zu viel Nähe ohne das nötige Schmiermittel Liebe macht Situationen sehr obszön. Bevor es obszön wird, ist es besser, wenn Distanz eintritt. Wenn du also glaubst, dass du wirklich eine Welt zwischen dich und den nächsten Menschen bringen und dich umbringen willst, würde ich sagen, warum wartest du nicht? Denn es wird sowieso passieren. Wozu die Eile? Und vielleicht kommst du ohne die andere Person sehr gut zurecht. Wer weiß? Gib dir eine Chance und sieh selbst.